Stammtor ziehen, wird das Grindelviertel zum Mittelpunkt des orthodox-religiösen Lebens. Auf dem Bornplatz wird die große Gemeindesynagoge gebaut und gleich daneben die Talmud-Tora-Schule für die jüdischen Knaben. Die ärmeren Mädchen gehen in die israelitische Töchterschule. In der Rutschbahn beten die ganz Frommen in der Klaus. Und vorne an der Ecke verkauft der Schlachter Israel koscheres Fleisch für die rituelle Küche. Zu Sukkot werden Laubhütten auf dem Balkon gebaut. Und zu Pessach liefert die Masot-Bäckerei ungesäuerte Brote ins Haus. Es sind nur noch ein paar blasse Spuren, die an jüdisches Leben erinnern. Lebendig ist es nur noch in der Erinnerung der Überlebenden, die in alle Welt verstreut sind. Heute sehen Sie nun in einer Wiederholung den ersten Teil einer zweiteiligen Dokumentation. Es ist der Versuch, mit alten Fotografien, Filmen und Erzählungen derjenigen, die einmal am Grindel zu Hause waren, den jüdischen Alltag bis zu Anfang der 30er Jahre nachzuzeichnen. Wie sich der Grindel dann ab 1933 veränderte, zeigen wir Ihnen morgen in der zweiten Folge, ein Ort, den ich verlassen musste. Am Mittwoch gingen wir ins Museum für Hamburger Geschichte. Auf dem Dache war ein Turm mit einer Uhr. Es war ein stattliches Gebäude. Wir gingen eine kleine Vortreppe hinauf, gingen zwischen zwei Steinsäulen hindurch. Wollte man Bilder von Alt-Hamburg sehen, so musste man auf einen Lichtknopf drücken. Ich fand das Bild Hamburg und der Jungfernstieg bei Nacht am schönsten. In den Fenstern glitzerte es. Es sah so aus, als ob die Leute Licht gemacht hätten. Diesen Aufsatz schreibt im Februar 1929 der neunjährige Talmud-Tora-Schüler Heini Ellern nach einem Klassenausflug. Ein paar vergilbte Blätter mit kleinen Geschichten und Gedichten über das Bismarck-Denkmal, über Möwen, Morgenrot und Aprilwetter erinnern an ihn. Heini Ellern ist lange tot. Er war eines der vielen jüdischen Kinder, deren Heimat Hamburg war. Erinnerungen an eine untergegangene Welt. Blassbraune Fotografien, fast vergessene Geräusche, Pferdehufe, klappernde Milchkannen, eine kreischende Straßenbahn. Aus der Ferne abgerissene Tangotakte und Männer im Gehrock mit Zylinder, die ins Bethaus eilen. Erinnerungen an den Geruch von Challah, dem Sabbatbrot, an jüdischen Butterkuchen mit Rosenwasser, an das Reklamebild für Tomorra, die Dattelpalmenmargarine aus Palästina. Und für den frommen Haushalt kleine Läden mit Kultgerät für Feiertage. Chanukka-Leuchter, Kiddushbecher, Berchesdecken, Sabbatkerzen und Mesusen für die Wohnungstür mit winzig geschriebenen Segenssprüchen. Schmale, schnurgerade Straßen. Mietshäuser mit wilhelminisch-wuchtigen Fassaden. Hier lebten sie, die Orthodoxen und die Konservativen, die Reformierten, die Liberalen und die Assimilierten, jüdischen, deutschen, neben mehr oder minder christlichen, nicht-jüdischen Deutschen. Kein Ghetto und kein Städtel wie in Osteuropa. Heimat für viele der 20.000 Juden, die vor 1933 in Hamburg zu Hause waren. Der Grindel. Grind, das heißt Sumpf. 1858 erhielt das Viertel, damals noch unwirtliches Waldgebiet, diese amtliche Flurbezeichnung. Kindheit am Grindel. Eine schmerzende Erinnerung für die Vertriebenen, in aller Welt Verstreuten,
für die letzten Überlebenden einer Gemeinschaft, die bewusst jüdisch war und bewusst deutsch. Orthodox jüdisch sein, das heißt, die Religionsgesetze der Väter streng einzuhalten, am Sabbat und im Alltag. Die kleinen, strikt koscher geführten Kellerläden standen unter Aufsicht des Oberrabbinats. An den Brötchen klebte der Zettel mit den Koscherzeichen ebenso wie an der Milchflasche. Die Rutschbahn. In Nummer 11 die Buchhandlung Lambich. Im Schaufenster Menorahs. Achtarmige Leuchter für Chanukka, das Lichterfest. Und über Lambich, im Parterre von Nummer 11, wohnte die Familie Israel. Frau Israel, rechts am Fenster, führte einen frommen jüdischen Haushalt. Herr Israel hatte den koscheren Schlachterladen an der Ecke. Die Israels hatten 5 Kinder. Die Tochter Marga emigrierte 1938 nach New York. Sie ist heute 82 Jahre alt. Die Rutschbahn war eine einfache, bescheidene Straße. Ein bisschen grau vielleicht, nicht sehr gepflegt. Und die Grindelallee war für mich eine großartige Straße, sehr viele Geschäfte, ein Geschäft neben dem anderen. Auch in der Rutschbahn waren sehr viele Geschäfte. Mein Vater hat eine koschere Schlachterei gehabt. Ecke, Rappstraße und Dillstraße war ein Konditor, Seligmann. Ein jüdischer, koscherer Konditor. Und in der Rappstraße war auch ein koscherer Schlachterladen, Horwitz. Und dann war ein koscherer Bäcker, Bauminger. Und dann kam noch eine Wirtschaft, da ging so ein Keller unter, da haben die manchmal Berliner Weiße geholt. Und weiter hinten, dann war ein koscherer Milchmann auch im Keller. Der hat im Fenster waren kleine Kümmelkäse gestanden immer. Und daneben dran war ein Fischdelikatessen, da hat meine Mutter uns hingeschickt für einen pflaumenweichen Hering, da habe ich mich immer geschämt. Weil ich nicht wusste, wann pflaumenweich sein soll. Das war mal mit dem F geschrieben und nicht mit dem PF. Und dann, da vis-à-vis war ein Papierwarengeschäft, Sauer. Und da konnte man so Lesezeichen kaufen. Die waren so wie heute Zelluloid. Und wenn man die in der Hand gehabt hat, sind sie so hochgegangen. Wenn sie warm geworden sind, sind sie rund geworden. Da konnte man auch, musste man doch Federn kaufen für einen Federhalter. Und Hefte konnte man dort kaufen. Und vorher waren auch ein Geflügelhändler, ein jüdischer Geflügelhändler. Da haben die Frauen die Geflügel gerupft und dann hat er sie, glaube ich, an die Schlachter verkauft. Ernst Kassierer. Von 1919 bis zu seiner Entlassung 1933 Professor für Philosophie an der Universität Hamburg, schrieb über das Viertel, das er einen Vorort von Jerusalem nannte. Die Begegnung mit dem Freund und Genossen auf engstem Raum macht diese Gegend so behaglich. Kultus, Tradition, Geist, Wohlfahrt, Kunst und Weltoffenheit bestimmen das Leben hier. Hier ist der besondere Pulsschlag dieser Stadt. Die Talmud-Torah-Realschule, seit 1911 am Grindelhof. Die ein streng orthodoxe Religionsschule ist im Laufe der Zeit zum Erziehungsinstitut für deutsche Staatsbürger jüdischen Glaubens geworden. Und gleich neben der Schule das Herz der deutsch-israelitischen Gemeinde, die große Synagoge am Bornplatz. Ritus und Religion, die bis in den Küchenschrank, bis in den Kochtopf reichen, die den Tagesablauf stundengenau bestimmen, bleiben dem fremd, der nicht damit aufgewachsen ist. Sie sind auch fremd für die, die sich von der jüdischen Religion gelöst, sich sogar haben taufen lassen, für die Assimilierten. Und so hatten die ganz Frommen und die nicht so Frommen kaum Berührung miteinander. Die Orthodoxen lebten abgeschieden von der Umwelt, konzentriert auf die eigene, meist sehr große Familie.
Inmitten verwilderter Gärten, fast vergessen, hat das kleine Lehrhaus des Vereins Mekor Chaim, das heißt Quelle des Lebens, überlebt. In der stillen Abgeschiedenheit sollten hier junge Männer die Tora studieren und rabbinische Vorträge hören. Hinter einem engen Torbogen von Rutschbahn Nummer 11 versteckt, in strahlend weißem Jugendstil, die Klaus. Eine Klause, ein Bethaus für streng Orthodoxe, denen die Bornplatz-Synagoge nicht orthodox genug war. Kleinere Betstuben waren über den ganzen Grindel verstreut, in Mietshäusern auf der Etage. Die Wochentagssynagogen. Und morgens vor Tagesanbruch machten sich schwarz gekleidete, psalmenmurmelnde Männer auf den Weg zum Morgengebet. Dr. Goldschmidt zum Beispiel, der Direktor der Talmud-Torah-Schule, der im Sommer pünktlich um 17:45 seine Wohnung in der Rappstraße verließ. Für die Schüler bedeutete das, es ist Zeit aufzustehen. Am Freitag nach Sonnenuntergang, wenn die ersten Sterne am Himmel zu sehen sind, wird es still in jeder frommen Familie. Der Sabbat beginnt, der Ruhetag. Das Besinnen auf die kommende, göttliche, die messianische Zeit. Mit Sonnenuntergang fängt der Sabbat an. Und der Tisch ist feierlich gedeckt worden. Meine Mutter hat Kerzen angesteckt, 2 Kerzen. Und einen Segensspruch darüber gesprochen. Und mein Vater ist in die Klaus gegangen mit meinem Bruder. Und wenn er nach Hause gekommen ist, dann waren wir 5 Mädchen mit weißen, gestärkten Schürzen, früher hat man doch Schürzen getragen, haben wir da gestanden und mein Vater hat uns jeden, alle hintereinander gebencht, hieß das. Das heißt, einen Segensspruch hat er erst ein sauberes Taschentuch uns auf den Kopf gelegt und hat einen Segensspruch ausgesprochen für jedes Kind. Und dann haben wir uns alle, also dann hat mein Vater Kiddisch gemacht über ein Glas Wein, hat er auch einen Segensspruch gesprochen und dann hat jeder aus diesem Glas Wein einen Schluck getrunken, von der ganzen Familie. Und dann waren da 2 Berches. Das sind 2 selbstgebackene Brote mit einem Zopf und Mohn drüber, aber die haben nur die Bedeutung, dass es etwas Besonderes ist. Und darüber kommt eine Decke, eine Berchesdecke. Und dann hat mein Vater einen Segensspruch darüber gesprochen und hat diesen Berches angeschnitten und jedem ein Stück gegeben mit Salz, ein bisschen Salz drauf gestreut und jeder hat seinen Segensspruch nochmal extra gesprochen. Der Tisch hat für eine fromme jüdische Familie dieselbe Bedeutung wie der Altar für den Tempel. Die Frau und Mutter ist die Priesterin. Die frommen Frauen vom Grindel hatten meist viele Kinder. 7 Töchter und 2 Söhne hatten Lotte und Josef Karlebach, der letzte Oberrabbiner von Hamburg. Er, seine Frau und 3 Kinder wurden im Konzentrationslager ermordet. Miriam, die drittälteste, floh 1938 nach Palästina. Erstmal haben wir natürlich uns alle angezogen für Sabbat, für den Schabbat und hatten besondere Kleider, aber auch besondere Schürzen, weiße gestickte Schürzen, die nur am Schabbat angezogen wurden. Und wir sind nach Schule gegangen, das heißt in die Synagoge. Meine Mutter ist meistens nicht gegangen. Wahrscheinlich aus den Gründen, dass sie viel zu beschäftigt war und die Vorbereitungen für den Schabbat auch sehr viel waren, weil man am Schabbat selber doch nicht kocht und alles fertig sein muss vor dem Schabbat. Der schönste Moment war vielleicht, mein Vater reingekommen ist nach Hause von der Schule, hat seinen Zylinder abgenommen und sein Käppchen aufgesetzt und dann kam erst die große Huldigung meiner Mutter. Es gibt einen Abschnitt in der Bibel, der über das wackere Weib spricht. In Hebräisch heißt das Eshet Ha'il. Und dazu hat mein Vater eine ganz besondere Melodie verfasst. Und zwar so, dass die Stellen, wo so eine Art Frage- und Antwortspiel ist, wer ist die Größte, das ist die Mutter, obwohl sie viele Töchter hat, dass sie über allen steht. Obwohl die Schönheit und die Anmut vergeht, eine gottesfürchtige Frau und Mutter, die wird in allen Toren gelobt.
Und das Lob ist natürlich Halleluja. Und das mussten wir dann vielstimmig singen. Wir waren ein richtiger Kinderchor mit 9 Kindern, die alle musikalisch waren. Nach dem Gottesdienst hat sich alles versammelt auf dem großen Platz vor dem Bornstraße. Und man hatte die Bekannte und die Freunde und die Verwandten getroffen. Man hat sich unterhalten. Und nachher ist man langsam und gemütlich, am Schabbat eilt ja nichts, ist man nach Hause gegangen. Wir in der Bornstraße haben getroffen, unterwegs auf der Straße, die Leute, die von der anderen Synagoge, von der Heinrich-Barth-Straße gekommen. Und natürlich, die Männer haben alle gegrüßt und so ist man die ganze Zeit mit dem Hut gegangen und hat sich begrüßt, alle Bekannten und Verwandten. Miriam Schalvi, als Mädchen hieß sie Anni Seligmann, wohnte bis zu ihrer Emigration nach Palästina in der Bornstraße. Etwa ein Viertel der deutsch-israelitischen Gemeinde war streng orthodox. Nach innen, nicht nach außen. Der deutsche Staatsbürger jüdischen Glaubens trug weder Kaftan noch Schläfenlocken. Aber man verkehrte auch nicht mit Leuten, von denen man vermutete, dass sie die Gesetze nicht achten, bei denen man noch nicht einmal Kuchen essen konnte, weil der womöglich mit Milch gebacken und das Backblech mit Tierfett ausgewischt worden war. Wo also die Speisegesetze, die strikte Trennung von Milchigem und Fleischigem übertreten wurden. Die orthodoxen Familien zogen um sich einen engen Kreis. Die Schule, die Synagoge, Verwandte und Bekannte, die genauso fromm waren wie sie selbst. Meine Schwester und ich, wir sind überhaupt nur zwischen Juden aufgewachsen. Wir haben wenig Nicht-Juden gekannt. Die Geschäfte, wo wir gekauft haben, waren gewöhnlich jüdische Geschäfte, weil wir nur koscher gegessen haben. Meine Schwester und ich, wir sind in eine jüdische Schule gegangen. Und wir haben von der ersten Klasse an Hebräisch gelernt. Natürlich nicht sehr viel, aber um zu verstehen, was wir beten. Wir haben kein Licht angemacht am Schabbat und kein Radio gehört, das gab es, das ist nicht gefahren. Meine Eltern waren sehr, sehr religiöse Juden und haben von Anfang an darauf bestanden, dass ich eine sehr religiöse, bewusst jüdische Erziehung bekam. Und wir haben also in einem sehr beschränkten Kreise gelebt. Meine Eltern haben fast nur in jüdischen Kreisen verkehrt und insbesondere nur in religiösen, orthodoxen jüdischen Kreisen. Erstmal habe ich sehr jüdisch ausgesehen. Und so habe ich so schon als ganz kleiner Junge, als mit 4, 5 Jahren, als ich anfing bewusst zu leben, habe ich schon das Gefühl gehabt, dass ich irgendwie nicht hierhin gehöre. Dass ich meine Umgebung mich sozusagen nicht akzeptiert. Ich bin eigentlich aufgewachsen mit dem Gedanken, dass das Schönste auf der ganzen Welt ist, dass es jüdisch zu sein und religiös zu sein, und habe sozusagen bemitleidet, wer nicht jüdisch war und die religiösen Gebote nicht gehalten hat, weil ich fand sie so schön. Als Kind war ich ziemlich hell und blond und mein Name ist Miriam und immer gewesen, und Leute haben mich manchmal auf der Straße angefragt, wie heißt du denn, du süßes Kind oder du kleines Mädchen, und wenn ich gesagt habe Miriam, dann haben sie sich bekreuzt und haben gesagt, du meinst doch wohl Maria, und waren überzeugt, dass ich eine Christin bin. Aber meine ältere Schwester, die mein Vater sehr ähnlich war, mit dunkelbraunen Augen und schwarzen Zöpfen und einem sehr dunklen Teint, die wurde schon sehr früh als Judenmädel angeschrien, und manchmal, wenn sie zum Beispiel ins Geschäft ging, um etwas zu bekommen, ich erinnere schon, damals waren Eier als knapperes Lebensmittel, hat sie das nicht bekommen, weil sie so jüdisch ausgesehen hat. Und dann hat meine Mutter mich geschickt, und es war überhaupt kein Problem für mich, das zu bekommen. Was ist jüdisch? Wer ist Jude? Auf diese Fragen wussten immer nur die Antisemiten die eindeutige Antwort. Die Hamburger Juden waren wie überall in ihrer Lebensform, Bildung, Religionsausübung, ihrem Einkommen außerordentlich unterschiedlich.
fast um die Ecke, aber doch deutlich auf Abstand, residierten Bankiers wie die Warburgs, Kaufleute, Ärzte, Anwälte im benachbarten Harvestehude und am Roten Baum. Man konnte zwar noch zu Fuß in die Synagogen gehen, war aber doch weit genug weg von den kleinen Leuten, den Mietskasernen in der Rapp-, Dill- oder Bornstraße. Die Feinen blieben unter sich und die anderen auch. Und wenn ein Mädchen vom Grindelhof nun ihrerseits einen Ostjuden aus der Kielortallee heiraten wollte, dann war es gesellschaftlich erledigt und die Familie auch. Die Bibel nennt das jüdische Volk Bet Yisrael, das Haus Israel, eine Gemeinschaft, die durch ihren Glauben verbunden ist. Aber der Zusammenhalt durch die Religion ist nicht eindeutig zu beschreiben. Bei der Volkszählung von 1910 reichten die Angaben von mosaisch über israelitisch, hebräisch, semitisch bis zu reformiert, israelitisch und griechisch-mosaisch. Entscheidend für diejenigen, die nicht zu den überzeugten Zionisten zählten, die Palästina als ihre Heimat sehen, war aber schon vor der Kaiser- und der Weimarer Zeit, dass sie Deutsche waren, als Deutsche fühlten und im Ersten Weltkrieg für dieses Vaterland kämpften. Das im republikanischen Stadtstaat Hamburg verbriefte Recht, nicht mehr Bürger zweiter Klasse zu sein, ist vor allem das Verdienst von Gabriel Rieser, dem intellektuellen Gegenpart und Zeitgenossen Heinrich Heines, dem Hamburger Abgeordneten in der Frankfurter Nationalversammlung, dem ersten jüdischen Richter in Deutschland. Dies ist sein Denkmal auf dem jüdischen Friedhof. Mein Vater hat 4 Jahre im Krieg gedient in Russland und er hat sein Kreuz bekommen. Und er hat sich als Staatsbürger jüdischen Glaubens gefühlt. Er war sehr naturliebend, seine große Liebe war zu Pflanzen und Bäumen. Und er hat immer geträumt, mal einen Schrebergarten zu kaufen, aber es ist leider nie dazu gekommen. Aber wir haben auf dem Balkon Blumen gehabt. Ich erinnere mich, wir haben in einem Blumentopf eine Kastanie gezüchtet. Es ist gewachsen. Und er war ein Sportler, hat darauf aufgepasst, dass wir Sport lernen. Wir haben Schwimmen gelernt, wir sind nach Kellenkusen gegangen zum Schwimmen und Turnen. Und wir sind viel spazieren gegangen, viel gewandert. Im Frühjahr sind wir nach Finkenwerder gefahren, um die Blüten zu sehen. Im Herbst sind wir in die Rissene Heide gefahren. Wir haben das geliebt, innig geliebt. Mein Vater hat die ganze Geschichte von Hamburg gekannt und hat sich ausgekannt. In jeder Straße, in jeder Gasse, hat sich nie verlaufen und hat uns erzählt, wie Hamburg gewachsen ist. Wir waren sehr stolz, dass wir in einer freien Hansestadt waren. Wir sind im Hafen spazieren gegangen, im Elbtunnel. Mein Vater war ein sehr ruhiger und sehr verschlossener Mann und es hat mich immer sehr beeindruckt. Er hat oft das Lied gesungen, aus der Jugendzeit, aus der Jugendzeit. Also er war etwas melancholisch und war sehr enorm kinderlieb, ganz besonders kinderlieb und war auch zu uns allen immer sehr gut. Hat uns, wenn er vom Schlachthof nach Hause gekommen ist, hat er uns kleine Schokoladentiere mitgebracht. Die hatten so Holzbeine, die waren mit Schokolade überzogen. Nicht jedes Mal natürlich, aber ich nehme an, wenn zum Beispiel Neumond war, so etwas, das ist so ein halber Feiertag. Meine Mutter kam aus einem sehr feinen Haus und war sehr darauf bedacht, dass ihre Kinder eine sehr gute Ausbildung und Erziehung genießen sollen. Und dann haben meine Eltern uns in die Bieberstraße geschickt, weil das die wirklich orthodox, fromme, orthodoxe Schule war, die unter dem Kuratorium vom Oberrabbinat gestanden hat. Maga Israels, etwas altjüngferliche, vaterlandsliebende Lehrerin an der feinen, höheren israelitischen Mädchenschule, Flora Rosenbaum, traktiert nicht nur die Aufsatzhefte ihrer Schülerinnen mit roter Tinte, lehrt Englisch und Algebra. Sie sagt auch, bleibt nicht an den Ecken stehen.
Denn es heißt nie, da stehen Ruth, Esther und Marga, sondern da stehen die Juden. Gebildete jüdische Hausfrauen und Mütter sollten diese Mädchen einmal werden. Sie sollten an der Seite eines gut situierten Ehemanns Konversationen machen und repräsentieren können. Flora Rosenbaum, die ihren Lebenssinn in dieser Erziehung sieht, stirbt 1942 in Auschwitz. Sie verzichtet zugunsten eines Familienvaters auf die ihr angebotene Rückstellung von der Deportation. Vier weitere Lehrerinnen der Schule teilen ihr Schicksal. Aber 1917, bei der Kaisergeburtstagsfeier im Curio-Haus, ahnt noch niemand etwas von den nicht sehr fernen Katastrophen. Wilhelm II. Besucht seinen Freund, den Juden Albert Ballin, Generaldirektor der Hamburg-Amerikanischen Paketfahrtaktiengesellschaft, der damals größten Schifffahrtslinie der Welt. Und wenn der Kaiser Ballin in seiner Villa besucht, dürfen die Mädchen aus dem benachbarten jüdischen Lyzeum von Dr. Jakob Löwenberg »Heil dir im Siegerkranz« vor dem Fenster singen. Um die Jahrhundertwende haben viele Ozeanriesen koschere Küche an Bord. Denn ein Strom von jüdischen Auswanderern verlässt die Städte in Galizien, Litauen, Wolhynien, dem Estland, der Ukraine, sucht Schutz vor russischer Verfolgung in Amerika, strandet aber erst einmal in Hamburg oder Bremerhaven. Die Hapag verdient gut an dem für die Schiffspassage mühselig zusammengekratzten Geld der Auswanderer. Sie baut Wohnbaracken auf der Veddel. In einem Hafenschuppen ist sogar eine Synagoge. Als sich die amerikanischen Einwanderungsbedingungen verschärfen, müssen viele die Sehnsucht nach dem gelobten Land an der Lower East Side begraben. Sie bleiben. Das Gängeviertel um St. Michaelis ist vor der Erschließung des Grindel die Judenbörse. 1895 heißt es in einer Topographie von Hamburg: Die Kohn, Bamberger, Hirsche und wie sie alle heißen, mit krausen schwarzen Haaren, bewohnen einen großen Teil der Straßen. Sie kaufen und verkaufen Röcke von allen Kalibern. In den Bäckerläden sieht man hebräische Koscherzeichen. Und mehr als einmal, hier leiht man Geld auf Pfänder. Als die Juden vor das Dammtor ziehen, geben sie die alten Synagogen auf. Niemand kommt mehr zum Gebet in diesem byzantinisch prächtigen Bau an den Kohlhöfen. 1934 wird er abgerissen. Jurzeit ist's. Totengedenken, singt Josele Rosenblatt, einst stimmgewaltiger Kantor an der Bornplatz-Synagoge. Mir brennen die Reif mit Reis. Über den alten Tempel im Gängeviertel in der Pohlstraße, in dem die freidenkerischen Juden beten, schreibt Heinrich Heine ein Gedicht. Die Juden teilen sich wieder ein in zwei verschiedene Parteien. Die Alten gehen in die Synagoge und in den Tempel die Neuen. Die Neuen essen Schweinefleisch, zeigen sich widersetzig, sind Demokraten. Die Alten sind vielmehr Aristokratie. Dazu Heines Onkel Salomon. Wenn er Geld hätte, brauchte er nicht zu schreiben. Der liberale Tempelverein führt Gebete und Choräle auch in Deutsch ein. Es wird sogar Orgel gespielt. Das alles lehnen die Orthodoxen ab. Die Sprache der Frommen ist Hebräisch. Der neue Tempel, eines der wenigen religiösen Gebäude, die das Hitlerreich, wenn auch nur als Hülse, überdauert haben. Er wird 1931 eingeweiht, nachdem der alte in der Pohlstraße aufgegeben worden ist. Die
denn mein Haus soll ein Bethaus genannt werden für alle Völker, heißt es bei Jesaja. Diese hebräische Inschrift über dem Eingangstor wurde nach fast 50 Jahren wieder freigelegt. Das Kol Nidre, die Bitte an den Höchsten um Gerechtigkeit und Vergebung, singt der Vorbeter in der Synagoge am höchsten Feiertag, dem Yom Kippur. Ein Beit Chaim, Haus des Lebens oder Haus der Ewigkeit, ist das Grab. Seine Erde gehört dem Toten für alle Zeit, bis der Messias kommt. Wie ein Tag des Gerichts, ein Tag des Zorns, ist uns dieser Tag der Aufstörung unserer Toten. Ist das die Tora und das ihr Lohn, dass wir aus unseren Gräbern geschleudert werden? Schreibt Oberrabbiner Karlebach, als die NS-Behörden 1937 den altehrwürdigen Grindelfriedhof nach 225 Jahren einebnen, um Mietshäuser zu bauen. Wer in den 20er Jahren im Spätherbst mit der Linie 2 vom Dammtor nach Langenfelde an der Mauer des Grindelfriedhofs entlangfuhr, der konnte auf den Balkons der umliegenden Häuser grüne Dächer sehen. Äußeres Zeichen für Sukkot, das Laubhüttenfest. Erinnerungen an die Kindheit am Grindel. Das sind die Mahlzeiten und die Lieder unter einem Dach von Tannenzweigen. Zur Erinnerung an die Wanderung durch die Wüste ins gelobte Land. Dazu gehört auch Chanukka, wenn sich die Familie um die Menorah, den achtarmigen Leuchter, versammelt. Und die abendlich stillen Straßen, wenn die frommen verheirateten Frauen, das Haar vorschriftsmäßig unter der Perücke verborgen, im Schutz der Dämmerung in die koschere Mikwe, in das Ritualbad im Keller der Bornplatz-Synagoge huschten. Fünf größere Synagogen gab es am Grindel. Der Pulsschlag aber ging aus von der prächtigen Bornplatz-Schul, der Gemeindesynagoge aus gelbem Sandstein mit ihrer Kuppel aus braun glasiertem Ziegel. Prächtig war der Innenraum mit den glatten Marmorwänden, dem Almemor, dem Altar in der Mitte, an den hohen Feiertagen. Unten saßen die Männer im Talit, dem Gebetsmantel, mit den Tefillin, den Gebetsriemen. Und von oben, durch ein Gitter abgetrennt, beobachteten die Frauen und die kleinen Mädchen, wie die Torahrollen aus dem Schrein geholt wurden. Lebendig geblieben in den Gedanken und Herzen der Überlebenden vom Grindel, Josef Karlebach, der Philosophie und Kunst studierte, in Mathematik promovierte, Physik und Astronomie unterrichtete, der liebevolle Pädagoge und letzte Oberrabbiner. Bis zu seiner Ermordung in einem Konzentrationslager hat er den Verfolgten und Leidenden seiner Gemeinde beigestanden.
Wenn der Fromme nicht zugleich der beste, liebevollste Mensch ist, so macht er die Lehre Gottes zur Fälschung. Ist schlimmer als der Ungläubige, sagte er. Seine Tochter Miriam erinnert sich, dass er in jedem männlichen Kind einen Messias gesehen hat. Als Kind war das schönste Fest Simchat Torah. Das ist, heißt wörtlich übersetzt, die Freude über die heilige Bibel oder die heilige Torah. An diesem Fest durften die Mädchen unten sein mit den Männern. Und wir als Rabbiners Töchter, wir waren 7 Mädchen und 2 Jungs, durften auch nach unten kommen. Und wir wurden alle überschüttet mit den Süßigkeiten, Bonbons und Schokolade. Und das Schönste war, wenn man dann die heilige Lade aufgemacht hat und die wunderbar geschmückten heiligen Rollen rausgetragen hatten, die goldene und silberne Kronen hatten und kleine Glöckchen. Und wenn sie dann rumgetragen wurden, dann haben die Glöckchen geklingelt. Das war ein Freudenfest für die Kinder. Und mein Vater hatte eingeführt, dass um den ganzen Almemor mit allen Kindern, die sich dort befunden haben, getanzt wurde. Und sind alle hinter meinem Vater her, mein Vater auch mit einer Rolle auf dem Arm und immer einige Kinder, die ihn sogar festgehalten haben an seinem Talit, über seinem Mantel. Und trotzdem, also ich würde sagen, versunken war in diesem Tanz, hat er immer ausgeschaut nach besonders scheuen Kindern. Und hat dafür gesorgt, dass sie auch mittanzen. Im 74. Psalm heißt es: In Feuer steckten sie dein Heiligtum. Sie schändeten zu Boden deines Namens Städte. Sie sprachen in ihrem Herzen: Lasst sie uns quälen insgesamt. Verbrannten alle Gottesstätten im Land. Nichts ist geblieben. Nichts außer einer Mauer, einem Torbogen und ein paar zerbrochenen Kacheln aus dem Bad für die rituelle Reinigung, der Mikwe. Die Talmud-Torah-Realschule am Grindelhof. Räumlich und geistig in unmittelbarer Nachbarschaft zur großen Bornplatz-Synagoge. Bevor Josef Karlebach 1926 Oberrabbiner in Altona wird, ist er 4 Jahre lang Direktor dieser Schule für jüdische Knaben. Dem Exodus aus den alten Wohngebieten war auch die Talmud-Torah-Schule, die es bereits seit 1805 als strikte und älteste Religionsschule in Deutschland gab, an den Grindel gefolgt. Zu Beginn 1911 herrscht hier, wie an den meisten anderen Schulen, fast militärische Strenge. Es drohen Prügelstrafe und Karzer. Es wird mehr auswendig gelernt als selbstständig gedacht. Die Schule ist orthodox und bewusst jüdisch, aber auch kaisertreu, deutsch-national. Der erste Direktor, Dr. Josef Goldschmidt, lässt Aufsätze schreiben wie: Freue dich, Jüngling, dass du ein Deutscher bist. Was aber war das Jüdische an dieser Erziehung?
Lehrer an der Talmud-Torah-Realschule, war von 1927 bis 1938 Ernst Meyer. Er lebt heute in Haifa, in Israel. Das Jüdische war, dass hebräischer Unterricht gegeben wurde, um in der Synagoge mitbeten zu können und um überhaupt das Judentum kennenzulernen. Dann wurde also in der Schule, das heißt, es wurde von dem Oberschulrat verlangt, zu genehmigen noch 6 Stunden für hebräischen Unterricht. Da wurde also in der Schule gelehrt, Gebete, wie man in der Synagoge spricht, Torah, das ist 5 Bücher Moses, in der die Geschichte der Entwicklung der Juden und auch alle Gesetze niedergeschrieben sind. Dann wurde die Mishnah gelernt, das sind die Erklärungen zu den kurzgefassten Gesetzen in der Tora. Und am Schluss in den obersten Klassen auch Talmud, was sehr schwer ist, das ist, weil vieles nicht hebräisch, sondern aramäisch ist. Und die Kinder dort sehen, wie die Rabbinen vor Hunderten von Jahren sich um diesen Stoff Gedanken gemacht haben und haben gesagt, das muss also so ausgelegt werden. Ein anderer hat es so ausgelegt, am Schluss wurde abgestimmt und es wurde nach einer bestimmten Erleichterung gewöhnlich festgelegt, so und so muss das Gesetz gehalten werden, bis zum heutigen Tag. Ich habe an sich alle Fächer unterrichtet, sowohl Heimatkunde, Deutsch, Rechtschreiben, Schönschreiben, was es damals gab, Lesen. Und auch im Hebräischen, in dem ersten Schuljahr zum Beispiel, auch Hebräisch lesen, Hebräisch schreiben. Sodass die Kinder also in einem Jahr Deutsch von links nach rechts zu lesen gelernt haben und Hebräisch von rechts nach links. Um den kleinen Schülern den Anfang in Hebräisch zu erleichtern, verfasst Ernst Meyer gemeinsam mit seinen Kollegen Hugo Mandelbaum und Kalman Rothschild, dem Zeichenlehrer, ein Lesebuch mit dem Titel Licht und Freude. Bild zeigt uns, wie ein Junge mit seiner Fahne nach Jerusalem, der heiligen Stadt, wandert. An den sogenannten Wallfahrtsfesten Pesach, Passa, Ostern, Shavuot, Pfingsten und Sukkot, das Erntefest, soll nämlich jeder Jude, wenn es möglich ist, nach Jerusalem wandern. Der Text heißt Leshana, zum Jahr, Haba'a, das kommt, Birushalayim, in Jerusalem. Leshana, Haba'a, Birushalayim, zum kommenden Jahr in Jerusalem, wollen wir alle sein. Die kleine, überschaubare Welt des Grindel, des neuen Zion, dieser jüdische Mikrokosmos in der Großstadt Hamburg mit seinen Koscherläden und Bethäusern, den Schulen, mit engen verwandtschaftlichen Verflechtungen und der Geborgenheit in der Familie, hat kaum 30 Jahre überleben können. Über der geschäftigen Grindelallee, über Rutschbahn und Grindelhof ziehen sich die schwarzen Wolken des Nationalsozialismus zusammen.
Jüdische Kinder werden auf dem Weg zur Schule mit Steinen beworfen. Der Abschied beginnt. Die ersten wandern aus. Für die 20.000 Juden in Hamburg beginnt die Zeit der gnadenlosen Verfolgung und Ermordung. Ihre Welt geht unter. Eine Welt, die es nie wieder geben wird.